immer so schön aus, alles. Oh, da ist der Turm. Wollen wir hier noch rumgucken? Da kommen wir vermutlich zur Schiene. Da dann um die Ecke. Aber ich meine halt, der Bereich ist auch nicht so sicher. Hä? Das war doch hier, ne? Hier oben. Bitte nichts verstauchen. Ich kenne dich. Oh, das ist viel zu steil hier. Aber ich muss ja hier hochkommen. Schon ganz schön steil. Komm, wir versuchen es. Das sieht nicht so aus, als ob wir das wirklich klettern können. Nee. Ah, ich komme hier nicht hoch. Aber da ist doch der Turm. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Wie ich immer so rumgucken muss. Geht automatisch. Kann das nicht ändern. Habe ich mir angewöhnt. Komm, wir müssen noch hier hochkommen. Hier so. Das geht doch. Wo ist der Turm? War der nicht hier? Was? Wo? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ich denn gemacht? Warum sagt ihr mir nichts, dass ich hier völlig falsch laufe? Ach. Nee. Gott sei Dank ist es nur ein Computerspiel und ich bin nicht in Wirklichkeit hier. Ich wäre verloren. Sowas von. Okay, hier von der Seite werden wir nicht hochkommen. Da ist ein Zaun und es ist zu steil. Von wo kommen wir denn hoch? Scheiße. Genau die falsche Seite hier. Da ist ein Wölfchen. Zumindest ist uns warm. Das ist doch schon mal schön. Ach komm schon. Ich wollte schon wieder springen. Musst du hier irgendwo lang gehen? Scheiße. Nein. Oh komm, so hoch war das doch gar nicht. Manu. Ach, dammit. Ich wollte doch nur keinen Umweg gehen. So was Doofes.
Wir haben genug Verbände. Alles gut. Siehst du, das habe ich aus dem restlichen Kleidungsstoff gemacht. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen überall. Wir haben hier den noch. Und Schmerzmittel haben wir ganz viel. Dann nehmen wir mal das. Das. So, wieder alles tippitoppi. Mann. Ach, die Kleidung ist kaputt gegangen. So doll. Ach, nass. Die Kleidung ist nass und deswegen ist es uns jetzt so kalt. Okay, alleine schon deswegen müssen wir jetzt mal hoch zu dem Aussichtsturm. Vielleicht haben wir da auch was zum Feuerchen machen. Oh Mann. Bin so ein Tollpatsch, ey. Wie im wahren Leben, weißt du, denkst du dir, gehst du lieber die Abkürzung, auch wenn das da einen Meter runter geht, schaffst das schon irgendwie. Und dann passiert sowas. Und dann dauert alles länger. Oder nimmst ganz viel auf einmal mit, weil du nur einmal gehen willst und nicht zehnmal. Und dann fällt alles runter und geht kaputt. Zerstörte Aussicht. Der war, glaube ich, nicht zerstört im Sandbox-Modus. So ein Mist. Aber wir haben Vorräte hier. Ist schon mal schön. Nehme ich mal wieder mit. Ich nähe gerne. Stoff. So, Schweinefleisch. Schimmlig. Yay. Ob das auch wieder gut wird, wenn wir das aufkochen? Ich meine, es ist ja hier sehr geschützt. Kann man schon ein Feuerchen machen? Was ist das denn? Achso. Das ist ja schade. Bin der Meinung, ich kenne das noch im Ganzen. Na toll. Tolle Wurst. This'll come in handy. Kletterseil, 5 Kilo. Da haben wir also was verloren an Gewicht damals. Verstauchungsrisiko. Top. Das ist halt mega gut, ne? Das brennt übelst lange. I'm not sure I can carry much more. Ja, wir machen gleich hier eine Break. Ist ja abgenutzte Arbeitshose. Bin ich jetzt nicht sicher. Ist nicht mitten am Tag. Komm, wir gehen mal hier hoch. Vielleicht ist da oben noch was Tolles. Ja. Wir können uns gleich nochmal was verstauchen. Komm, das sieht doch geschützt hier aus. Wie so ein kleines Häuschen hier. So eine kleine Hütte. Das nehme ich gleich mal, weil ich mir hier ein Feuerchen mache. Mache ich mir das hin? Ich mache mir das hier hin und dann komme ich nicht mehr raus, bis das Feuer zu Ende gebrannt ist. Nee. Machen wir mal hier hin. So. Birkenrinde nicht. Das können wir mal nehmen. Turned out pretty well.
Ach so, gleich am besten. Nehme ich das Holzbrikett jetzt? Nee. Nee, nee. Was wollte ich hier? Meine Sachen wärmen? Funktionierte das im Stehen? Ich kann mich ja nicht hier jetzt ausziehen, oder? Ist ja nicht alles jetzt total nass. Nehme ich mal die, die nicht nass sind. Und das. Dafür nehmen wir dann halt den Schal. Hier können wir. Nee, hier können wir gerade nichts anderes nehmen, aber hier. Abgenutzte Jeans und wir nehmen das mal. So. Schuhe haben wir halt jetzt nichts anderes, ne? Geht das so? Wenn ich das hier. Nein, nein, nein. Hier. Wenn ich das hier hinlege. Das ist nicht nass. Ablegen. Das muss jetzt mal kurz sein. Sonst ist uns viel zu kalt. Dauerhaft. Okay. So. Brauchen wir wieder mal Schnee zum Trinken? Nee, wir haben noch genug. Aber wir können das mal machen. Mal gucken, ob das dann wieder gut wird. Und jetzt? 38% waren es vorher, glaube ich, auch, ne? Passiert. So, da bin ich wieder. Mein Feuer ist ausgegangen und es ist auch schon ziemlich dunkel draußen. Aber ich habe bemerkt, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Wo ist denn der richtige Aussichtsturm? Genau, ich bin hier beim zerstörten Aussichtsturm. Verdammt, da wollte ich hin. Und der ist. Feels like night is coming. Ja. Könnt ihr es da sehen? Eigentlich möchte ich da jetzt noch hinkommen, ehrlich gesagt. Wir sehen ja momentan noch was. Kommen wir hier runter? Ja, wieder bestens vorbereitet. Ich bin ja jetzt in der neuen Aufnahme. Oh Gott, das wird schwer. Besonders wenn ich erstmal im Kreis laufe. Ja, sieht so aus, als ob wir hinten rauskommen. Und ich muss um den Berg noch rum. Ist hier eine Leiche? Nee, es ist nur ein Stein. Und dann habe ich da in der Kiste auch noch einiges zurückgelassen, denn wie doof war ich denn? Ich gehe auf eine Mission zu dem Katerstaudamm. Das ist so eine Region, wo eigentlich übelst viel zu finden ist. Und ich will da ja auch Medizin finden, Vorräte und wahrscheinlich hier irgendwas fürs Funkgerät. Und dann laufe ich da mit vollgepackten Rucksack mit 30 Kilo oder mehr los. Ganz super. Richtig gut. Das war eine gute Idee. Jetzt bin ich doch einiges losgeworden. Dann habe ich noch 6 Kilo Platz dann eigentlich bis 30 Kilo.
Aber ich habe halt das Wichtigste jetzt erstmal zurückgelassen, was ich jetzt wirklich nicht brauche. Und jetzt kommt mir hier ein Wolf entgegen. Das wäre geil. Wo ist meine Lampe? Da. Verwenden. Okay, wir sind hier. An dem zerstörten Aussichtsturm. Das kann ja keiner wissen. Ich dachte, das wäre derjenige, den ich gesucht habe. So, wo sind wir? Jetzt sind, ja, wir müssen jetzt hier um den Berg rum und dann dahin. Und ich nutze das Gewehr, wenn mir ein Wolf entgegenkommt. Wozu habe ich es sonst? Was soll der Geiz? Ich habe echt viele Patronen bekommen. Okay. Das war so eine Transportstrecke. Für die abgeholzten Bäume. Ich muss wahrscheinlich da hoch. Ich müsste nicht, aber ich würde schon gern die Nacht an einem Unterschlupf verbringen, der nicht gerade draußen ist. Es ist nicht genau auf dem Berg hier wahrscheinlich, aber es könnte eine Abkürzung sein. Wenn ich da hochkomme, es kann natürlich zu steil sein. Aber da sieht es doch so aus, als ob man da lang kommt. Und vergesst das, was ich die letzten Folgen gesagt habe. Ich mache weiter mit dem Format hier. Das erschien mir irgendwie völlig logisch, was ich da gesagt habe. Dass ich dann erstmal eine Pause machen möchte, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Und es ist ja auch ein Let's Play. Und ich habe Bock drauf, so ist es ja nicht. Also werde ich das natürlich weitermachen. Hier? Das sieht doch gut aus. Schaffen wir es etwa doch noch, dahin zu kommen? Ich hatte Bedenken. Oh, sag jetzt bloß, das ist hier oben. Ja, es ist da oben. Aber das ist jetzt wirklich zu steil, glaube ich. Es ist nur über diesen Hügel. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Wie verdammt nochmal? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh. Wenn man jetzt wüsste, auf welcher Seite es hochgeht. Ich laufe jetzt in die Richtung, gen oben und wahrscheinlich dann in genau der entgegengesetzten Richtung wäre es hochgegangen. Bin ich überhaupt im Bild hier? Wir sind schon etwas müde, aber es geht noch. Hier sieht es doch gut aus. Oder? Nein! Lass mich verdammt nochmal da hoch. Zwischendurch wird anscheinend immer mal ein Kaninchen gefangen. Es klingt jedenfalls so. Und überall ist es steil. Es kann sich nur um Sekunden handeln. Ich glaube, da ist ein Weg. Bis ich mir mal wieder was verstauche. Richtigen Aufstieg? Was ist denn das? Oh Mann. Ich will doch nur da hoch.
Der Weg ist hier bestimmt. Nein, wir schaffen es nicht. Ach, so ein Mist, ey. Oh, gut, okay. Lass mal das. Wir gehen in den Wohnwagen. So, Feierabend. Nächsten Tag geht's dann auf den Aussichtsturm. So, erstmal schlafen. Puh, hätten wir das erstmal. Es läuft halt nie nach Plan, ne? Immer noch dunkel. Aber wir trinken und essen erstmal was. Schön das Fleisch verputzen, das verrät uns immer ein bisschen vom Geruch. So, sonst? Ja, halbleerer Magen. Ja, das kriegst du auch noch. Und wir gucken uns jetzt mal im Holzfällerlager um. Gehen wir vielleicht doch erst auf dem Rückweg zum Aussichtsturm, weil das bringt dir jetzt nichts, wieder zurückzugehen.